Hallo und willkommen zum neuen Flug der ÖLIBE Games Welttour. Heute geht es von Innsbruck nach Karlsruhe oder irgendwie, keine Ahnung, irgendwo im Westen von Russland. Wohl nee, so meistens im Westen ist doch auch nicht. War halt schon in Russland mittendrin. Electrical startup. Airland auf diesem Flug ist einmal Sibirien, mit in der Fall, dass sie komplett grüne Livery haben, mit dem Kürzel S7. Und wie man vielleicht mitbekommen hat, in Forsberg Electrical startup complete. eben habe ich jetzt gerade den Forsberg Taurus Online Project online. Die Pasta kann mehr. Kann mir nicht so gar nicht vorstellen, was der Tower drin hat. Aber 3-3 ist links. Ja, 3-3 links. Nobig, du Alpha. Ein 6-6, ein 6-6, ein 6-8, 14.000 stimmt, Flaps 1, ab 0,2, Plasmatur 6-3. Ist nicht ein Climb. Steht nichts drinnen. Nobig endet auf 160. Also ich weiß mit schon, was ich eher rechne. Im Ant werde ich gleich mitbekommen. Wann man eh das mit du. Und ein Brot, Malmann, nein, 750. Innocent Tower KT, Sibirien 3, Lima Alpha. Request Alpha Clan Technician, Gas Neu Ask, Information Foxtrot ist an Bord. Ja, wir gehen nicht gemacht, wo ich stehe. Today 3 Lima Alpha, Intern Kitchen, Intern Tower, Standby, your number 1. Okay, ja, okay, habe ich vergessen nachzuschauen. 2-0, aber ich bin sowieso der Einzige hier.
Iberia 3 Romeo Alpha, you clearance to land to copy. Good. So yeah, 3 Romeo Alpha, you clear to. So you stand by. Siberia 3 Alpha, you clear to Krasnaya Arlovsk International Airport, departure runway 33 Red 2, final maintenance flight level 360, initial climb 8000, departure frequency will be south approach 119.75. So if you departure C to the PR 3, departure squawk 2030. Can I please again to Squawk Siberian 3 Lima Alpha? So this radio 3 Lima Alpha, you clip to International Airport, departure runway 33 left, loop here to Alpha, departure, departure runway 33 left. Clear to destination, cars, no. Arc, Mati Nobik 2 Alpha departure route, out of Kami 33 left, climb 8000 feet, Antiswok 2200, Siberian 3 Lima Alpha. Siberia 3 Lima Alpha, you need to be correct, coming and ready. Wilco. Kun H 1006. Und was ich auch gesehen habe, ist der Flughöhe, weil sie wieder in der Anzahl Stärke angegeben ist. Das wäre 3100, ich ändere es mal um auf 300, bei Level 300. Ich stehe hier am Passagierterminal 1, kann in den Busberg da rüber, Romeo 7 in die Richtung mir gebusst. Und dann denke ich mal hier rüber, Radar, Bravo, Golf, so 3-3 links. Ground to cockpit, plan acknowledged. Call me through the menu when you are ready.
Civil Primary. Route ist in, dürfte in Ordnung sein. Ist die auch? Request Bulletin Start Sibirien 3 Lima Alpha. Sibirien 3 Lima Alpha, ships are approved, facing your description, Kenichi 1006. Bulletin Start approved, QNL 1006, Sibirien 3 Lima Alpha. Ground to cockpit, tow is driving up. EBU start. Okay, all doors and hatches are closed, ready to connect. Engine startup. Connected and bypass pin inserted. Release parking brake. Parking brake off. Starting pushback and you may start engines. Engine start up. Engine 2 on.
Operation complete. Set parking brake. Time brake on. And disconnecting tow. On. Stand by. Unit front festet no Grasler Kang als the 11th of country in the world with the most distances in the Olympic Games, having won a total of 431 medals, 148 gold, 130 silver, and 153 tow is disconnected points. And bypass pin has been removed. Hand signal will be on the right. We'll see you next time and have a great flight. Engine startup complete. Mal freisetzen, Flaps 1, Spoilers armed. Winds and weather cutter on. Trimmung ab 0,2. Flight control sec full left, full right, full up, full turn, full left, full right, passt alles. Autobrake max, captain sec. Request taxi to come 3-3 left, CBSN 3 Lima Alpha. CBS 3 Lima Alpha, taxi to holding point runway 33 Romeo via Bravo and Golf. Taxi to come 3-3 left via Bravo and Golf, CBSN 3 Lima Alpha. Bravo and Golf. Hey, Bravo and Golf. Ja, okay, genau was ich falsch gedacht habe. Wurde an den meisten Flughäfen so eigentlich, dass im Bepper auch keinen Verlauf und dergleichen ist, natürlich der innere immer so aktiv im Bilder geht, wenn der äußere von der aktiven Piste weggeht.
Ich kann mich hier. Die Licht haben mich hier, die Licht haben mich halt irritiert. Die macht gerade einen Weg. Three Lima Airport, wind 30 degrees. Question: wind 340 degrees. 7 knots. Is 3-3 Lima clear for takeoff? Can we 3-3 left clear for takeoff? Sibirken 3 Lima Alpha. And report airborne. Report when airborne. Wilco. Transponder on, landing flash on. Approaching 3-3 left. On runway 3-3 left. We'll start main flight plus 63.
E1 rotate. Gear up. Taxi lift off. Siberia 3, Lima Alpha, contact Seoul approach 3119 at destination 75 and had a safe flight. See you. Contact Seoul on 119 at destination 750. Thanks, Nelty. Siberia 3, Lima Alpha. You're welcome. Seoul approach KT Siberian 3 Lima Alpha out of Innocent passing 3000 climb 8000. Siberian 3 Lima Alpha, hello, good evening. Seoul approach radar contact, continue climb flight level 300, clear direct no peak, November Oscar Papa India Kilo, without any restrictions. Climb flight level 300, Terra Nopec, Siberian 3, Lima Alpha. The ground is now, and the offline is Kimbo ground online gekommen. Oh, okay. Weil er nicht so ganz den Gegen anspricht. Flip Circle und landen es auf.
Gunnar Standort. Chevron 3 Lima Alpha, you're leaving my airspace, Unicorn 122 Decimal Way, have a safe flight, cheers, see you. Unicorn 5 Chevron 3 Lima Alpha. Dann einmal Unicorn. So, dann bin ich auch mit dem Hintergrund und Mechanikstand für die Landevorbereitung von Flughafen Krasnoyarsk. Also dann einen schönen Flug durch die Nacht und bis später.
Hallo und willkommen zurück. Für die Landevorbereitung für den Flughafen Garl-Neu-Arl, also keine Ahnung, wie man den Arl spricht. Aktive Piste ist die 29. Wohnen Sulu, La Lom Du Siaka, Arrival Route 1 die Kilo Lima Circo Du Eid Transition. Anflug ist in Ordnung. Siebel on. Gurn H. 1012. Temperatur 14 Grad, Dabung 12, Wind 250, 10,5 Meter, also 10 Knoten. Transition Flight Level 090 stimmt. Index auf Höhe 2000. Davor Kilo Lima 031 auf 3000. Dann Kilo Lima 032 auf 2500 runter. Minimum 1,165. Nächste Approach, climb on 289 degrees to 1800 or above, then turn left to Kilo Lima 048, then turn left to Kilo Lima 034, climbing to 4000, then according to the approach procedure. Dann steht noch ein bisschen Zustand drinnen. Aber muss da kurz entziffern, weil ich einzelne Zahlen nicht merken kann. Also von der Bedeutung her. Geht die erste Ziffer ist 1, also okay, die feucht.
51 bis 100% der Kammer sind feucht. Höhe der Ablagerung liegt bei 0 mm und der Bremsweg die letzten Zahlen sind 60. Interessanterweise, was dann nicht gibt, eigentlich zu dem Bremswirkung. Aber ich denke mal, dass man auch trotzdem gut laden kann, auf der Bremsweg in Ordnung sein sollte. L 95 gut, 93 mittel, 91 schlecht, 99 unzuverlässig, also das er ab wohl ne jagen Bremsen kann auch schwierig werden. Gut, es stehen 3700 Meter zur Verfügung. Mit Autobrechmedium sollte sich das hoffentlich ausgehen. Irgendwie.
Int ist auf Höhe 2500. Start Descent.
Landing light on. Autobrake medium. Und LS on. Ja, und falls es noch wen interessiert, QFE wäre hier 733. Aber QFE interessiert uns nicht, sondern der Kunde H des 1012. Das Schneewind 260 Knoten. Wir landen hier auf der 209. Hier ist dann auch die Bestätigung, dass wir eben 3700 Meter lang ist, wie gesagt. Und ich denke mal, dass eventuell bei Delta WG dann hier irgendwo hinstelle. Parkenstens. Ja, kann man dann da irgendwo hinstellen. Wahrscheinlich im Delta, dann geht geradeaus rein zur 3. Approach on. Hier ist auch schon der Flughafen. Logstar. Flaps 1.
Schon mal Station Flughafen direkt daneben. Okay, durch den Flughafen. Sehr acker. Keine Ahnung. Uniform November Kilo Mark der Code. Und gar nicht Artego gibt es keinen von denen. Er Profil übrigens aktiv, bleibst du. Aber da von dem Flughafen keine Karten gibt, war eine Rahmenlänge von 1098 Meter ist, da war es eine VfR. Tut dann 500, sag Gleifluftstar, Gear down. Deckseller on, Cabin, sag Spoilers armed. Flaps full. Tutorin, check. Mr. Brussel 4000. Mann, Automarker. Approaching 2-9. Five hundred, sick. 400. 400, land queen. 300 autopilot off, 100 buff. 200 minimum continue.
Long landing, long landing. 3,000 meters remaining. 10, 5. Caution on taxiway, on taxiway. Gut, Landung war, naja, geht so. Autopilot and Transponder off. Landing flash auf EPU Wartestell on. Ja, ich sehe hier auf Lukan. Ich fahre nämlich auch. Bis auf das kann mir euch beleuchtet bei der Szenerie. Ja gut, da fehlen sogar Taxi Lines. EPU Start. Ich habe hier keine Ahnung, wie ich da rollen kann, weil sie überhaupt nicht markiert ist. So, beim Weiterflug habe ich dann, dass damit ja die 1.1 verwendet werden kann. Eigentlich sollte ich hier schon Textweh für 2.9 verlaufenbare Geldschutzkante, die hier auch fehlt. Gut, wenn nichts los ist, kann ich auch im Notfall bei der Donanbetrieb oder den Backtrack machen. So, bleib hier stehen. Vielleicht ich halt davor kann noch crawlen. Bahnbrake on. Taxi Lash off. EPU bleed on. Engine 1 off. Engine 2 off. Brake fan on. Seatbelt off. Full pumps all off, beacon off. Dann wie immer, danke fürs dabei sein. Als nächstes geht es dann weiter in Richtung Russland rein, bzw. raus Richtung Westen. Bis dahin, euch einen schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal. Ciao.